Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen FLIFE-FLIFE Online bzw. auch FLIFE Universe Video. Und zwar wollen wir uns heute angucken, welchen Content es in FLIFE PC bzw. FLIFE Online gibt, den es aber noch nicht in FLIFE Universe gibt, weil das ist ja ein Indikator dafür, was wir vielleicht als nächstes in FLIFE Universe erwarten könnten, unter anderem natürlich. Es gibt viele Dinge, die in FLIFE PC schon lange existieren, aber in FLIFE Universe natürlich noch nicht. Und die Geschichte zeigt einfach, die letzten zwei Jahre FLIFE Universe, fast zwei Jahre zeigen, der Content orientiert sich extrem stark an FLIFE PC. Sicherlich wird er hier und da natürlich geändert, verbessert, verändert, verschlechtert, wie auch immer. Aber auf jeden Fall orientiert sich der Content sehr stark daran, was es in FLIFE PC gibt. Und deswegen wollen wir uns heute mal so ein bisschen was angucken. Als allererstes dachte ich mir, gucken wir uns mal die Karte an. Hier haben wir jetzt die Standardkarte von FLIFE PC. Das ist natürlich ohne Premium-Gebiete. Premium-Gebiete gibt es in FLIFE Universe nicht. Das heißt, die sind schon mal so ein bisschen anders auf jeden Fall. Darauf gehen wir jetzt aber gleich noch ein. Jedenfalls ist das jetzt hier die Standardkarte. Den unteren Teil haben wir natürlich. Saint Morning, Garden of Rises, Flaris, Darkon 1, Darkon 3, Darkon 2, whatever. Aber der obere Teil, der ist uns noch völlig fremd. Und zwar beginnt das hier in Caldera. Ein riesiges, ja, so ein bisschen wie Darkon 3, dieses Sumpfgebiet hier, so bei den Boos und Antiquary, so ein bisschen eine Mischung aus Dschungel, Steppe, Wald, whatever. Das ist hier so dieses Gebiet. Dann der Knochenpfad, der by the way riesig ist. Der Knochenpfad ist echt gigantisch. Der fehlt uns komplett. Da sind vor allem so Zombie-Skelettmonster. Auch sehr interessant, sehr spannend. Das ganze Area ist sogar verdunkelt, also wenn du dorthin gehst, ist die ganze Map einfach dunkel und es sieht immer aus, als wäre es dort nachts quasi, das ist auch ziemlich cool. Also quasi ein Gebiet mit einem permanenten eigenen Wettereffekt sozusagen, oder nicht unbedingt Wetter, aber Atmosphäre auf jeden Fall. Dann das Grasland, das ist tatsächlich eines der langweiligsten Gebiete überhaupt, die sie jemals released haben, weil, wie es der Name schon sagt, Grasland, dort ist halt einfach alles Gras, es ist literally alles eine ebene Fläche, es gibt kaum Hügel oder Berge. Und es sieht einfach alles gleich aus und es ist alles eben und langweilig. Und ja, es ist zwar ein cooles Gebiet an sich, weil die Monster dort eigentlich ganz nice sind. Und ich persönlich habe da auch gerne gefarmt. Aber erstens ist es nicht besonders groß. Und zweitens ist es, wie gesagt, extrem flat, langweilig. Und das ist einfach ein bisschen schade. Die Bahara-Wüste hat zwar mehr Hügel und mehr, wie sagt man, einzigartige Sachen, wie zum Beispiel die Pyramiden. Sieht actually ziemlich cool aus. Es sind einfach riesige Pyramiden dort und Kakteen und so. Ist ganz nice. Allerdings haben sie es ein bisschen zu low-key gehalten, weil es halt wirklich einfach eine riesige Wüste ist und sonst ist da halt eigentlich nichts wirklich Besonderes. Also auch da fehlt so ein bisschen die Abwechslung einfach, auch wenn es ein paar coole Sachen, wie gesagt, wie die Pyramiden gibt oder so. Aber zum Beispiel eine Sache, die man da auch kritisieren kann, ist, man kann zum Beispiel in die Pyramiden nicht reingehen. Also es gibt zum Beispiel keine Giants oder so, die in den Pyramiden sind oder so, sondern auch da hat man sich ein bisschen bedeckt gehalten und das Ganze ein bisschen vereinfacht gemacht. Und auch ein bisschen, ja, langweiliger, kann man fast sagen. Und das ist ganz interessant, weil dieses Gebiet hier ist immer noch leer. Das wird schon seit Jahren, seit über 10 Jahren wird hier schon spekuliert, was hier mal reinkommen könnte oder was da mal reinkommen wird. Ich meine, ziemlich offensichtlich ist, dass hier offensichtlich nochmal was geplant war, beziehungsweise wenn nochmal ein neues Gebiet geplant werden würde, es sehr wahrscheinlich hier reinkommen würde. Momentan auch in FLIFE PC großes Thema ist einfach ein Levelgebiet, wo man normal leveln kann, weil es gibt zwar Möglichkeiten auf 190 auf das Maximallevel zu kommen, aber die involvieren in der Regel entweder ein Premium-Ticket oder einfach extrem gutes Equipment und extrem viel anstrengende Farmarbeit, wo man Giants und Bosse farmen muss und so. Und das ist einfach für viele halt nicht wirklich akzeptabel, weil man will halt auch einfach mal ein bisschen einfach nur doppelklicken, einfach nur mit seinem Char ein bisschen grinden und die aktuellen Methoden, um zu leveln, sind zwar auch Grind, aber es ist viel zu anstrengend und die meisten haben da halt auch einfach keinen Bock drauf oder viele Leute haben da einfach keinen Bock drauf und deswegen wartet man da auch so ein bisschen einfach auf ein standardmäßiges, anspruchsvolles vielleicht ja, aber nicht unbedingt extrem schwieriges Levelgebiet. Und das könnte natürlich hierhin kommen. Und ja, also dieser gesamte obere Teil im Endeffekt, der fehlt uns noch in FLIFE Universe. Ich persönlich gehe davon aus, sie werden es nicht auf einmal releasen. Wäre auch irgendwie unlogisch, weil es einfach zu viel wäre. Ich könnte mir vorstellen, dass sie Caldera und Knochenpfad vielleicht bündeln und vielleicht das Grasland und die Wüste. Was ich mir aber auch vorstellen könnte, ist, dass sie tatsächlich alle vier Gebiete komplett reworken, größer machen, ändern, optisch erweitern und neue Dungeons vielleicht sogar hinzufügen, weitere Dungeons hinzufügen. Und ja, jedes Gebiet quasi als einzelnes Update raushauen. Könnte ich mir jetzt persönlich vorstellen, ist
nicht so ultra wahrscheinlich, weil das würde bedeuten, Levelerweiterung Caldera. Dann könnten sie ja nicht instant nochmal eine Levelerweiterung machen, Knochenpfad. Dann müssten sie irgendwie wieder ein bisschen warten. Dann Knochenpfad, Levelerweiterung. Also es würde sehr viel Level bedeuten, sehr viel Sachen. Das heißt, es könnte sich auf Jahre hinziehen. Aber wie gesagt, mal schauen. Und was es dort natürlich auch gibt, sind Dungeons. Hier gibt es zum Beispiel die Aminoskripta, verfluchte Aminoskripta, den Crystal Labyrinth Dungeon. Dann gibt es hier noch den Behemoth Dungeon und den Behemoths Tempel. Und in Kalgas, da ist leider kein Teleportationspunkt zu, in der Bahara-Wüste, jetzt wird bei der Darkon 3 gesagt, gibt es noch die Kalgas-Höhle. Und das war jetzt so ein bisschen auch die Überleitung zu den Dungeons. Natürlich gibt es die Dungeons nicht in Gebieten, die noch nicht released wurden. Wobei, so natürlich ist es eigentlich nicht unbedingt, aber es macht irgendwo Sinn. Also wenn es jetzt schon die Aminoskripte in Flash Universe geben würde, aber noch nicht mal Caldera, das wäre irgendwie komisch einfach. Aber könnte theoretisch passieren, man weiß es nicht. Ich meine, Lucifer an sich gibt es ja auch schon im Secret Room. Aber auf jeden Fall gibt es hier den Dramnok Dungeon, den haben wir schon in Flash Universe. Hier unten ist der Hernes Dungeon, den gibt es auch schon in Flash Universe. Oh, hier ist der Dramnok Dungeon, entweder hier oder hier. Und Hernes ist hier unten, den gibt es im Endeffekt durch Envy Devs auch schon. Was es noch nicht gibt, ist Queen Antonis. Das wären diese beiden Punkte hier. Und Royal wären diese beiden Punkte hier. Das sind so diese klassischen Flyfin-Instanzen. Gibt es tatsächlich einige. 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13. Allein hier in der Open World. Und ja, kommt drauf an, was man da noch alles dazu zählen könnte. Kolosseum vielleicht sogar. Gibt auf jeden Fall noch ein paar andere Sachen, die man farmen kann. Das ist schon sehr viel, was es auf jeden Fall gibt. Und ja, das ist auf jeden Fall schon mal einiges an Content, was sie noch releasen könnten. Wie gesagt, ein bisschen was haben sie schon released, aber noch sehr, sehr viel offen, was hier diese Open-World-Instanzen und Gebiete, / Dungeons, gibt. Darüber habe ich auch schon gesprochen, deswegen will ich das jetzt nicht mehr zu sehr vertiefen. Aber wir haben natürlich auch noch den Third Job Change. Also man sieht hier Vagrant, Magician, Elementor und Arcanist. Wir haben in Flyth Universe keine Third Job Changes, obwohl es maximal Level bereits bis 160 geht. Das ist sehr weit. Die meisten Leute haben, glaube ich, damit gerechnet, dass es vorher einen Third Job geben würde. Oder viele Leute haben auch gehofft, dass mit der Levelerweiterung auf 160 der Third Job kommen würde. Kam tatsächlich nicht. Deswegen ist jetzt eigentlich so der Zeitpunkt, wo man sich denkt, okay, aber jetzt bei der nächsten Levelerweiterung, beziehungsweise beim nächsten Update, besser gesagt, muss ja eigentlich der Third Job kommen. Weil sonst macht das ja irgendwie gar keinen Sinn. Also es muss ja irgendwann einen Third Job geben. Irgendwann levelst du bis 300, es gibt ja noch keinen Third Job, das kann ja nicht sein. Also muss es ja früher oder später kommen. Und ja, bin ich auch der Meinung, also ich denke im nächsten Update, allerspätestens bei der nächsten Levelerweiterung, wird es kommen, beziehungsweise wie gesagt, muss es kommen. Aber auch da, mal gucken. Möglich ist es auf jeden Fall und es ist definitiv Content, der in Flyth PC existiert und in Flyth Universe nicht. Allerdings muss man auch dazu sagen, und da habe ich schon mal ein Video drüber gemacht, sind die Third Job Changes im Endeffekt relativ uninteressant. Weil die meisten Klassen kriegen halt zwischen 4 bis 7 Skills. Oder ich glaube, die meisten sind gleich 8 oder 9 Skills oder so. Aber die meisten Skills benutzt man halt nicht. Also da sind viele irrelevante Skills dabei. Es ist jetzt hier nicht so ein perfektes Beispiel. Ich habe die Skills jetzt nicht geskillt, weil sie so irrelevant sind. Ich hatte tatsächlich alle geskillt, aber die wurden geresettet letztens bei einem Update. Weil man weitere Skills bekommen hat, damit man die Skillpunkte gratis neu verteilen konnte. Sleeping ist tatsächlich ein starker Skill im PvP. Der bringt dann sie zum Einschlafen und ich glaube, es hält sogar je nach Int natürlich, aber extrem lange, irgendwie bis zu 2-3 Minuten oder so kann das, glaube ich, sogar halten. Das einzige beiden Skills, die hier tatsächlich interessant sind, sind Final Spear und Cosmic Element. Also die machen einfach weniger Schaden als Thunderbolts, aka Everstorm. Und genau. Dann haben wir noch ein sehr beliebtes Thema und zwar Erweckungen. Ja. Erweckungen als Content zu bezeichnen ist jetzt natürlich ein bisschen gewagt, weil eigentlich ändert es ja nichts. Es fügt einfach nur weitere Attribute dem Equipment hinzu. Aber I guess irgendwo ist das ja auch Content. Und es sind auf jeden Fall ein Thema, das heiß diskutiert wird. Und zwar seit es Flyth Universe gibt, wird schon darüber diskutiert, sollten Erweckungen in Flyth Universe kommen, sollten keine kommen. Wenn welche kommen, wie viele Slots und so weiter, wie sollte es funktionieren? Cash-Up-Only quasi mit Scrolls aus dem Cash-Up oder halt alles mit Penya bezahlen und so weiter und so fort. Da wurde schon sehr, sehr viel darüber diskutiert. Gab auch Abstimmungen dazu, bevor das Game überhaupt released wurde und so weiter und so weiter und so weiter. Also man hat auf jeden Fall gemerkt, das ist definitiv ein Thema, was die Leute interessiert, wo die Leute irgendwo dahinter stehen oder eben auch dagegen stehen. Wo auf jeden Fall jeder eine Meinung zu hat, das definitiv. Und ja, wie gesagt, das unbedingt als Content zu bezeichnen, ist ein bisschen gewagt, aber
es ist definitiv eine Sache, die es im Flife PC gibt und noch nicht im Flife Universe und definitiv früher oder später kommen könnte. Eine weitere Sache wären dann noch die Buff-Pads, und zwar ist es in Flife PC so, dass man sein CS-Pad zu einem Buff-Pad verwandeln kann. Wie man das macht, ist eigentlich ganz einfach. Es gibt ein Item, das heißt einfach Buff-Pad Transmutation, und damit verwandelt man quasi ein CS-Pad in ein Buff-Pad. Und das bewirkt dann einfach, dass man diese Slots hier oben freischaltet, diese Beat-Slots heißen die. Und darin kann man halt verschiedene Slots, Beats einsetzen in diese Slots. Und da kann zum Beispiel sowas drin sein wie Sackblatt. Das heißt einfach, man heilt sich mit jedem Treffer. Geht leider nicht für Magier, also für einen Mage ist das tatsächlich nutzlos. Frag mich nicht, warum der das Pad hat, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall Angriffskraft, Angriffstempo. Und dann gibt es halt noch viele so zeitlich begrenzte Beats. Also die hier sind alle permanent. Es gibt aber auch zeitlich begrenzte, wie zum Beispiel Nahkampfabwehr plus 7, PvE-Schaden plus 3, Int plus 7, Genauigkeit plus 7 und so weiter und so fort. Also gibt es ganz viele verschiedene, auch auf verschiedenen Leveln, also Level 1, 2 und Level 3. Level 3 sind die stärksten, Level 2 sind die mittleren und Level 1 sind die schwächsten, die man bei jedem Monster droppen kann. Und diese Beats sind actually, würde ich sagen, ziemlich cool. Sie sind auch nicht so krass, also selbst wenn man die Werte von Flife PC jetzt in Universe übertragen würde, die Werte von den Beats sind tatsächlich relativ schwach. Ich glaube, die haben auch nie wirklich neue Beats released. Man sieht es hier zum Beispiel SDR plus 3, dann ist es Int plus 7 und ich weiß gar nicht, ob es davon dann überhaupt eine Level 3 Version gibt. Ich glaube tatsächlich nicht, aber auf jeden Fall, diese Buffs sind wirklich relativ schwach. Also ich denke, einer der heftigsten Buffs ist sowas wie Geschwindigkeit plus 10. Ich denke, das ist sogar einer der besten. Plus 13, das ist sogar Geschwindigkeit plus 13. Ja, der Beat of Wind Level 1 und dann, glaube ich, Level 2 ist Level plus 17. Level 3 gibt es dann, glaube ich, auch wieder nicht. Also Level 3 Beats sind teilweise einfach andere Effekte. Und ja, aber es ist eigentlich echt ein ganz cooles System. Kann man, wie gesagt, teilweise von normalen Monstern droppen, teilweise halt auch aus Dungeon Loot. Ich denke, das ist auch auf jeden Fall eine Sache, wie man Dungeons und so weiter wieder attraktiver machen kann, falls mal die bestehenden Drops im Flife Universe nicht mehr ausreichen sollten oder so. Und definitiv ein cooles System, wie man noch mehr Value aus seinem CS-Pad rausholen kann. Und wie gesagt, jetzt auch nicht irgendwie Game-Breaking, OP oder sonst irgendwas. Auch eine Sache, die immer in Flife Universe schon im Raum steht, ist CS mit Effekten. Wir haben ja in Flife Universe diese Speed-Effekte auf Boots und Suits, die maximal 10% Geschwindigkeit geben. Und das ist natürlich so eine Sache, die in Flife PC schon seit, ich weiß gar nicht mehr, wann die eingeführt wurden. Ich glaube 2009 oder 2010. Ich habe es irgendwann mal nachgeschaut. Das ist auf jeden Fall schon sehr lange her. Haben sie mal diese Dragon Sets eingeführt. Damals hießen die Lightspeed Dragon King Set, Almighty Dragon King Set und Destructive Dragon King Set. DDK, LSD und Almi kurz. Und ja, damit haben sie einfach das ganze CS-Game revolutioniert, weil die haben quasi Effekte gegeben wie Angriffskraft, Crit-Rate, Geschwindigkeit, Crit-Damage und solche Sachen. Und das hat einfach alles geändert im Endeffekt, weil plötzlich war dein CS aktiver Bestandteil deines Equipments und es war nicht mehr egal, wie du, wie du ausgesehen hast, war schon noch egal. Aber das Fashion-Zeug war plötzlich nicht mehr so, ich will einfach nur cool aussehen, sondern es ging plötzlich darum, nein, ich will die Effekte haben, ich will mehr Damage machen und dafür brauche ich gutes CS. Und damit haben sie auf jeden Fall einiges geändert. Und das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die es in Flife PC gibt und in Flife Universe nicht. Also CS-Set, das aktiv die Werte des Charakters verbessert, eben nicht nur Geschwindigkeit gibt, sondern halt zum Beispiel hier Angriffskraft Dex plus 7, PvE Damage plus 10, Angriffskraft alles Dex plus 9, kritische Trefferrate STR plus 7, Int plus 7, HP plus 5 und so weiter und so weiter. Also da gibt es sehr viel, was man da an Werten bekommen kann. Es gibt so unfassbar viele CS-Sets in dem Spiel mit Effekten. Ich kenne nicht mal die Hälfte davon wahrscheinlich auswendig, nicht mal ansatzweise. Und ja, also da gibt es auch ein riesiges, in Anführungszeichen, Content-Gebiet, das quasi vollkommen unerforscht ist. Da kriegt man fast schon Gänsehaut, wenn man das sieht. Das Collector Area. Es ist einfach, es sieht einfach richtig aus. In Flife Universe, wenn man hier lang fliegt, ist hier einfach gar nichts. Da ist einfach eine ganz normale ebene Wiese und da fangen dann halt die Eyebats an und so. Und es sieht einfach falsch aus. Ja, das Collector Feed sieht einfach, also es gehört einfach hier hin. Ganz ehrlich, meiner Meinung nach sollten sie es in Flife Universe einfach hinzufügen. Selbst wenn es keinen effektiven Nutzen hat, das ist einfach Nostalgie, es gehört einfach zum Game dazu. Dass die Collector Feeds dort nicht existieren, ist eine verdammte Frechheit. Das ist eine Schande, ganz ehrlich. Und, ja, es ist einfach
Nice. Es sieht cool aus, es leuchtet, es verändert sogar seine Form, wenn man hier langläuft, interessanterweise. Und ja, es ist einfach, es gehört einfach zum Spiel dazu. Sicherlich das Collecting-System und generell alles, was mit Collecten und so zu tun hat, ist in Flight Universe ein komplett anderes. Und ich sage nicht unbedingt, dass das Collecting-System jetzt in Flight Universe großartiger Content wäre oder dass es da als Content fehlt. Aber auf jeden Fall ist es so, dass es nicht dort existiert und man damit auf jeden Fall irgendetwas anfangen könnte und es dort einführen könnte. Und jetzt stehen wir vorm riesigen, schwebenden Schloss. Auch das ist etwas, was es in Flight Universe an für sich gibt, aber halt nicht wirklich. Und zwar, hier drüben sehen wir übrigens einen Dungeon, das ist Royal bzw. Sunpress oder Suncherco, je nachdem welche von beiden, keine Ahnung, welche das jetzt gerade ist. Und das ist Tramlook tatsächlich, also von hier aus sieht man auch andere Dungeons. Ich weiß nicht, wie viel wir hier rumfliegen können, ehrlich gesagt, noch nie ausprobiert. Bisschen drumherum vielleicht, minimal. Auf jeden Fall gibt es das schwebende Schloss auch in Flight Universe, allerdings ohne Funktion aktuell. Also es ist in der Open World vorhanden. Man kann, glaube ich, auch vors Tor fliegen, genau wie hier ist da so ein kleiner Absatz. Man kann dort, glaube ich, landen. Es ist umzingelt von Monstern auf jeden Fall, von Flugmonstern. Aber man kann auf jeden Fall nicht reingehen. Es hat keine aktive Funktion. Und das ist einfach schade, weil das Komische war, in Flight Universe haben sie das schwebende Schloss ja auch anders positionieren. Im Flight PC war das immer hier, es war nur nicht zugänglich, also man hat es immer gesehen, aber man konnte nicht hinfliegen, beziehungsweise, ja doch, ich glaube, man konnte schon irgendwie hinfliegen, umständlicherweise, aber es war immer so ganz weit weg und es war nicht gedacht, dass man dorthin geht auf jeden Fall. Im Flight Universe haben sie es aggressiv zwischen Darkon 1 und Flaris platziert, sodass man einfach drüber stolpern muss, wenn man da einmal lang fliegt. Und trotzdem hat es keine Funktion und das ist mittlerweile ja auch schon 2 Jahre her, seit das Game released wurde. Und sie haben, wie gesagt, dieses riesige schwebende Schloss da einfach voll hin platziert und haben ihm aber keine Funktion zugeteilt. Und das ist halt auch so ein bisschen, ja, seltsam, sag ich mal. Oh no, ich wollte mich da auf die Zinnen stellen, schade. Also auch hier könnte man sagen, klar, das schwebende Schloss ist jetzt im Flight PC absoluter High-Level-Content. Dort drin befinden sich die stärksten Monster im Spiel, der höchste Boss im Spiel und das neueste Equipment kann man dort farmen. Aber, nichtsdestotrotz existiert es. Es ist zugänglicher Content. Man kann dort drin farmen und leveln und halt ja, Giants töten, Bosse töten und in Flight Universe eben nichts. Einer der lustigsten NPC-Namen in Flight: Wächter M.G. Horst. Ja, hier haben wir das Kolosseum oder Kolosseum, je nachdem. Das ist einfach auch ein zusätzlicher Dungeon. Okay, ich bin jetzt nicht in der Party. Ja, auf jeden Fall kann man hier beitreten und dort auch Dinge farmen. Vor allem kann man hier diese Tokens farmen und die kann man gegen verschiedene Waffen tauschen, zum Beispiel gegen Skins. Lustigerweise haben die Skins in Flight PC sogar Effekte, also zumindest diese Skins hier haben Effekte. Und hier kann man sich zum Beispiel goldene Waffen eintauschen oder auch silberne Waffen oder auch bronze Waffen oder auch andere Belohnungen, wobei die anderen Belohnungen sind eigentlich ziemlich schlecht. Also wenn man hier wirklich farmt, dann macht man das in der Regel nur für, ja, die Skins, basically. Aber es ist trotzdem cooler Content, ist was anderes. Das ist halt die Verwendung dort hier von der Arena, weil wir haben keine PK-Arena mehr in Flight PC, sondern nur die PvP-Arena, was basically das gleiche ist im Endeffekt. Und ja, hier haben wir das Kolosseum dafür an der alten Arena in St. Morning. Interessant ist dann auch vielleicht noch die Zweihandwaffenfusion, die so ein bisschen ausgleichen soll, dass Zweihandwaffen ja nur einen Effekt haben, so ein bisschen, also so Balancing-mäßig gedacht gewesen. Macht, finde ich, rückblickend eigentlich nicht so viel Sinn, also man hätte das wirklich einfach anders lösen müssen. Warum sie das damals so gemacht haben, habe ich keine Ahnung. Also erstmal gab es, soweit ich weiß, keine Fusion, dann wurde die Fusion halt, wie gesagt, als Ausgleich hinzugefügt. Jetzt auch für Zweihandwaffen von Baruna-Items. Aber grundsätzlich ist es einfach auch so ein bisschen, ja, wo man sich denkt, man hätte es irgendwie einfach anders designen können, ganz ehrlich. Es ist natürlich nicht so einfach und man muss dann natürlich genau abstimmen, ob das dann nicht wieder zu stark ist dann, dass nicht die Zweihandwaffen zu stark sind. Aber diese Fusionsmechanik ist eigentlich extrem unfair und echt dämlich, weil man braucht dafür ultra viele zusätzliche Items, die man zum Beispiel als Blade mit 2 Einhandwaffen oder auch als BP mit Waffe und Schild und so einfach nicht braucht. Und das ist einfach, ja, keine Ahnung, das ist einfach so ein dummes System für Zweihandspieler, das war echt nicht gut. Deswegen ist es auch schön, dass es das im Flight Universe noch nicht gibt und hoffentlich niemals geben wird, weil das ist einfach nur Pay-to-Win des Todes.
Und das Schlimmste daran ist, wenn man sich jemals dazu entscheiden sollte, eine Fusion aufzulösen, die Fusionswaffe ist einfach weg, die ist für immer verschwunden, die ist einfach tot. Und wenn man halt eine krasse Fusion haben will, muss man logischerweise eine extrem gute Waffe reinballern. Das heißt, du kannst so eine Waffe nie wieder ändern. Wenn du einmal eine krasse Waffe fusioniert hast, musst du sie verkaufen und nochmal neu anfangen, weil du zu viel Geld verlieren würdest, wenn du die entfernen würdest und es einfach keinen Sinn ergeben würde. Also, ja, kein System, das kommen sollte, aber I guess, das ist wohl Content, den es in Universe, I guess, nicht gibt. Und zwar die Zweihandwaffenfusion. Und zu guter Letzt haben wir dann natürlich noch die Premium-Gebiete, die bisher noch nicht gereworked und in Flight of Universe als Open-World-Gebiete released wurden. Und zwar wäre das Rathesia, das wäre chronologisch das nächste, was kommen würde. Also das nächste Open-World-Gebiet ist im Endeffekt ein Coin-Flip. Entweder es ist Caldera, Knochenpfad, Grasland, Bahara-Wüste, also eins von denen. Höchstwahrscheinlich Caldera müssten sie anfangen. Oder es wird Rathesia, das nächste Premium-Gebiet. Bisher haben sie sich zweimal für ein Premium-Gebiet entschieden, bevor sie sich für Caldera entschieden haben. Was auch, glaube ich, einfach mit der Chronologie ein bisschen zu tun hat, weil ich glaube, also Arsvea kam auf jeden Fall vor Caldera. Bei der Korallinsel bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Es könnte tatsächlich sein, dass Caldera vor der Korallinsel kam oder danach. Das ist nah beieinander auf jeden Fall. Ich glaube, das habe ich schon mal nachgeschaut, ich habe es vergessen. Ist aber auch egal. Jedenfalls, die Korallinsel gibt es auf jeden Fall schon. Das heißt, entweder Rathesia oder Caldera ist auf jeden Fall das nächste. Ja, Korallinsel, wie gesagt, die, oh, das war nicht die Korallinsel. Korallinsel ist, wie gesagt, schon released. Das heißt, die können wir uns im Endeffekt schenken. Arsvea ist auch schon released, gereworked worden. Haben wir fertig. Und dann fehlt dann noch Dark Rathesia, was im Endeffekt einfach Rathesia ist mit, ja, wie ihr seht, Dark. Es ist einfach dunkel. Mit anderen Monstern, anderen Leveln und so weiter. Ist jetzt nicht sehr kreativ gewesen, muss man sagen. Haben sie damals schon sich nicht zu viel Mühe gegeben, sich... Naja, ich meine, zugegeben, sie haben schon es gereworked und neue Monster hinzugefügt. Also das ist nicht literally einfach eine Copy-Paste mit anderen Leveln oder so. Also es sieht auch wirklich anders aus. Aber das Grundkonzept, das Grunddesign ist das gleiche. Also da waren sie schon ein bisschen lazy. Allerdings muss ich sagen, habe ich jetzt nicht so ein großes Problem damit. Weil zum Beispiel, wenn sie jetzt im Flight PC Dark Arsvea releasen würden oder Dark Korallinsel, es würde halt legit niemanden jucken. Die Leute wollen einfach nur ein Levelgebiet haben. Und wenn sie sich das einfach machen wollen, ey, go ahead, macht's einfach, do it. Für Flight Universe wäre es natürlich uninteressant, wenn sie das einfach copy-pasten würden, aber das haben sie bisher auch nicht gemacht, die reworken immer irgendwas, von dem her muss man sich da, glaube ich, keine großartigen Sorgen machen, dass sie da einfach nur richtig faul sind. Natürlich ist es schon irgendwo faul, dass du etwas nimmst, was sowieso schon existiert, du änderst es ein bisschen ab und dann verkaufst du es als deine eigene Arbeit sozusagen. Not gonna lie, das ist jetzt nicht wirklich von Fleiß, strahlt jetzt nicht gerade Fleiß aus, aber zumindest putten sie ihren eigenen Touch drauf und ja, wie gesagt. Sind auf jeden Fall diese Premium-Gebiete, die uns noch fehlen, Dark Rathesia und Rathesia. Und ja, damit haben wir schon eigentlich alles durchgesprochen, was ich jetzt ansprechen wollte. Es ist schon sehr viel, also 2 Premium-Gebiete, 4 Open-World-Gebiete, ach, keine Ahnung, 6 Dungeons oder so. Es fehlt noch so viel. Und das war nicht mal alles, was ich jetzt angesprochen habe. Das waren jetzt nur so die Sachen, die für mich wirklich relevant waren. Wenn ihr noch irgendwas habt, wenn euch noch was einfällt, was es im Flight PC gibt und im Flight Universe nicht, könnt ihr es natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben. Aber es waren jetzt mal so die Sachen, wie gesagt, vor allem für Job Change und die Levelgebiete, /Dungeons, die höchstwahrscheinlich fast zu 100% kommen werden. Da kann man fast Gift drauf nehmen eigentlich. Zeigt ja die bisherige Entwicklung von Flight Universe schon. Und ja, ich meine, man muss aber auch sagen, wir haben jetzt fast 2-jähriges Jubiläum von Flight Universe und sie haben bisher in Anführungszeichen nur Arsvea und nur die Korallinsel released. Und das könnte auch bedeuten, dass wir haben jetzt 6 unreleased Gebiete, 2 Premium, 4 Open World. Das heißt, die könnten das auf locker nochmal Minimum 2 Jahre strecken, all diese Gebiete, vielleicht sogar 3 bis 4 Jahre. Und das heißt schon einiges, ne? Also das heißt, es könnte noch Ewigkeiten dauern, bis zu 5, wenn nicht sogar 10 Jahre, bis wir in Flight Universe dann tatsächlich mal komplett neuen Content sehen. In der Zeit release wahrscheinlich Flight PC einfach neue Premium-Gebiete, neue Level-Gebiete oder was auch immer. Wer weiß. Aber auf jeden Fall fand ich das mal ganz interessant. Das war ein Video, was ich schon länger machen wollte. Und wie gesagt, euch ein bisschen Einblicke geben, was noch alles so auf uns zukommen könnte. Damit sage ich wie immer, danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch im nächsten Flight Universe. Live online, Video oder auch Stream wieder. Bis dahin, macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.